Hallo allerseits, heute bin ich auf der LG Roadshow in München und bin hier am Stand mit den Beamern bei Marco Albert, der mir hier einen ganz tollen Beamer zeigt, der mich gleich fasziniert hat, weil ein 4K-Beamer ist irgendwo eine Sache, die wirklich toll ist mit der hohen Auflösung. 3840x2160. Und der ist aber jetzt nicht nur ein Beamer normal, sondern der kann mehr. Wollen Sie mal ein bisschen was erklären dazu? Genau, also erstmal ist er sehr kompakt gebaut. Man sieht schon diese längliche Form. Das ist erstmal ungewöhnlich für einen Projektor. Dann hat er eingebautes WLAN und auch das WebOS. Das kennt man vielleicht von den Fernsehgeräten, WebOS 3.5. Man kann also direkt die Apps auf dem Gerät starten. Man braucht im Prinzip keinen Zuspieler mehr. Hat natürlich auch USB-Eingang. Man kann direkt das USB abspielen. Das Coole ist natürlich, jetzt haben wir ihn so längs aufgebaut, er projiziert sozusagen hier auf diese Behelfsleinwand. Jetzt nehme ich ihn mal in die Hand und stelle ihn mal an. Oh wow, den kann man richtig tragen mit Henkel. Genau. Das heißt also so irgendwie dann durch die Gegend tragen. Genau, also hier gibt es einen Deckel dafür, das zeige ich gleich nochmal. Jetzt projiziert er jetzt zum Spaß mal in die Decke. Und der projiziert mit Laser und mit Spiegelmatrix als Mischung. Pixel Shift, um die Auflösung zu erreichen. Aber der Clou ist natürlich hier, wenn wir das mal sehen können, das ist nicht nur ein Deckel, was ich hier habe, sondern das ist im Prinzip. Also der Transportschutzdeckel normal schon, wenn ich also wirklich transportiere, dass nichts reinkommt in die Linse. Hier ist ein Spiegel eingebaut. Also ich kann sozusagen jetzt. Das hat es erkannt, dass ich den Spiegel benutzt habe. Ich kann sozusagen ihn zum Beispiel vor die Couch stellen und dann von da aus stelle ich ihn scharf. Wo jetzt hier? Genau. Na gut, das ist sind wir zu weit weg. Müssen wir da vielleicht an die Wand? Ah ja. Du siehst man ganz gut. So, wenn ich dann keinen Bock mehr habe, packe ich mir zusammen, nehme einen Henkel. Hier diese Schnur, die hier dran ist, die ist wie bei so einem Staubsauger, kann man die hier so wieder einrollen. Man muss sie halt nicht abmachen, sondern kann hier einfach sagen, hey, ich nehme ihn mit. Und dann wird es eingerollt. Dann wird es wieder eingerollt, genau. Das ist noch ein Prototyp. Wann kommt der auf den Markt? Ist ein Prototyp. Wir rechnen im zweiten Quartal damit und vom Preis her deutlich unter 2000 Euro. Also nicht viel teurer wie ein schönes OLED-Display mit 65 Zoll. Super. Ja, sogar noch billiger, kann man fast sagen. Das stimmt, ja genau. Welche Helligkeit hat er eigentlich? 2500 Lumen. Das ist ja dann doch schon ganz ordentlich. Gut, und wie schwer ist der ungefähr? Muss ich mal selber heben? Ah doch, das sind ja keine 5 Kilo. Ja, das kann man ganz gut mal mitnehmen, sag ich mal. Gut. Das Ganze ist dann eben UHD-Auflösung und wird sicher ein interessantes Gerät, weil man eben wirklich hier für Meetings mal ganz was anderes machen kann. Per WLAN projizieren, per USB dann direkt auch wiedergeben und die üblichen Schnittstellen. Genau. Gut, das war's mit Marco Albert auf der LG Roadshow hier in München.